Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute wollen wir uns mit Generics in Java beschäftigen. Warum brauchen wir die? Also, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was wir an Listen geschrieben haben, letzter Vorlesungssatz, dann sind die ja sehr ähnlich, ne? Lediglich an den Stellen, wo wir mit den eigentlichen Werten hantieren, müssten wir die anpassen. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt aus der Integer-List eine String-List gemacht haben, sind sie einfach durchgegangen durch den Quellcode und haben einfach an manchen Stellen Integer durch String ersetzt. Das wäre natürlich viel einfacher, wenn das der Compiler für uns tun würde. Ne? Also quasi nicht wir, sondern der Compiler. Gut, wie könnte das aussehen? Also, die Lösung ist ein sogenannter Generic. Also schauen wir mal hier, Public Class Simple Array List. Ja, das kennen wir schon. Das ist also unsere Klassendefinition. Jetzt ist hier hinten in diesen Spitzenklammern gibt es jetzt hier noch eine Erweiterung. Da steht jetzt Listed Type. Und das ist jetzt der Typ, den wir da drin listen. Den müssen wir zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Klasse noch nicht kennen. Den müssen wir erst zum Laufzeitpunkt kennen. Ja, also zur Laufzeit. Gut, hier drin sieht es aus wie gehabt. Also Länge und Grow. So, dann haben wir hier. Sehen Sie, jetzt kann ich hier dieses Liste-Type, was hier oben in der spitzen Klammer stand, kann ich jetzt hier benutzen wie ein ganz normaler Typ. Ne? Der Buffer ist jetzt vom Typ Liste-Type, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, also ein Array voller Liste-Type. Gut, wie sieht dann der Konstruktor aus? Wie gehabt, also es gibt eine Initiallänge und den Grow, den ich übergebe. Hier gibt es noch einen zweiten Konstruktor, da übergebe ich ein initiales Array. Sie sehen hier, kann ich auch als Parameter wieder diesen Liste-Type übergeben. Ne? Also das, was hier stand, kann ich hier entsprechend als Parameter definieren. So, der braucht ja nochmal den Grow, dann bekommt er den hier als zweiten Parameter. Gut, dann schauen wir uns die Array-Copy mal an. Wie muss die aussehen? Auch hier kann ich wieder als Parameter diesen Liste-Type benutzen. Liste-Type, eckige Klammer, ist also ein Array voller Liste-Types. Gut, getLength bleibt wie es ist. Das kriegt ja sowieso nur ein Integer, gibt ja sowieso nur ein Integer zurück mit der Länge. Und das setAdd ändert sich jetzt auch. Also ich habe einen Index, ne, ist vom Typ Integer. Und was übergebe ich als Value? Natürlich wieder einen ListedType, ne, den ich hier oben ja schon mal definiert habe. Und das getAdd sieht genauso aus. Ich kann es also nicht nur als Parameter, sondern auch als Rückgabetyp verwenden, das ListedType. GetAdd kriegt den Index und gibt zurück den ListedType. Also an der Stelle eigentlich alles wie gehabt, nur dass eben der Compiler mir zum Compile-Zeitpunkt hier dieses Liste-Type quasi ersetzt. Wie muss das jetzt im Detail aussehen? So, dann schauen wir uns mal die Verwendung dieses generischen Typs an. Also hier in dem Konstruktor, ne, das ist ja der, den wir schon kennen, mit der Initiallänge und diesem Größenfaktor. Setzen wir die Länge auf 0, dann das Attribut Grow setzen wir auf den Parameter Grow. Und dann sehen Sie hier, sieht das Aufbauen oder das Instanzieren von dem Array ein bisschen anders aus. Das kopieren Sie sich am besten einfach raus. Da geht es im Prinzip darum, dass hier am Ende dann wieder ein Array voller Liste-Type rauskommt. Sie sehen hier mit den engen Klammern und das ist ein Typecast. Das kopieren Sie einfach raus. Das ist ein bisschen anders als erwartet. Schauen wir uns den zweiten Konstruktor mal an. Also hier hatten wir gesagt, können wir einfach als Parameter übergeben ein Array voller Liste Type. Das ist jetzt das Initial Array und dieser Integer mit der Größe. Sie sehen, die Länge setzen wir jetzt gleich auf die Länge von dem Initial Array, das Grow wieder auf das Grow und ansonsten instanzieren wir eben den Buffer wieder neu, so wie wir es eben gesehen haben, und rufen gleich das Array Copy auf, so dass aus dem Initial Array gleich alle Werte in unseren Buffer kopiert werden. So, dann das Array Copy selber. Das können wir jetzt hier auch mit diesen Liste Type Arrays aufrufen und Sie können da auch ganz normal damit programmieren. Also hier drin steht hier Destination, eckige Klammer, i, eckige Klammer, gleich Source, eckige Klammer, i, eckige Klammer. Da ist jetzt zur Schreibzeit, also wenn Sie das Programm schreiben, noch nicht bekannt, welcher Typ das überhaupt ist. Ja, es ist dieser Liste-Type, der ist da als Platzhalter drin, den können Sie also ganz normal hier benutzen. Gut, Length bleibt das gleiche, getAdd sieht genauso aus und setAdd sieht ähnlich aus. Sie sehen hier,
ist einfach wieder das Instanziieren von dem Array ausgetauscht. Sie sehen auch hier, kann ich einfach anlegen, instanziere ich jetzt hier mal listed type eckige Klammer temp, ist einfach die Deklaration von einem Array voller listed type. Das muss man natürlich nicht immer selber machen. Es gibt in Java, in dem Package Java Util, eine ganze Reihe von vorgefertigten Listen, zum Beispiel hier diese ArrayList. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier so diese Klasse Lecture, die kennen wir ja schon, die findet in einem Semester statt, bei irgendeinem Dozenten. Dann sehen wir hier, haben wir jetzt die Liste der Teilnehmer. Ja, das war ja mal eine Relation. Ne? Sie erinnern sich, wir hatten da eine Relation zu den Studenten und da sehen Sie hier, das ist einfach eine Liste voller Studenten, sind dann einfach die Teilnehmer an der Vorlesung. Hier der Lecture, das war ja auch mal eine Relation. Da sehen wir, dass das jetzt einfach nur ein Attribut vom Typ Lecture ist. Dann erstellen Sie doch mal auf Basis Ihrer Int-List eine Liste, die für beliebige Typen fungiert, also sprich diesen Generic einmal implementiert und laden das entsprechend als Hausaufgabe hoch.